Mit dem motorisierten Paraglider in luftige Höhen. Dann ein Sprung und es geht fast senkrecht den Berg runter. Wer traut sich so etwas zu? Der Schweizer Samuel Antermatten. Kaum zu glauben, dass sich hinter solchen waghalsigen Aktionen ein so besonderer Typ verbirgt. Also du musst immer mit Respekt in den Bergen unterwegs sein. Sobald dass du Angst hast, bist du über eine Grenze geschritten, wo du keine Kontrolle mehr hast eigentlich. Sobald dass du die Angst spürst, dann weißt du, du bist nicht mehr Herr der Lage und du hast irgendwas falsch entschieden. Und dann ist eigentlich nur noch Glück oder Pech, das entscheidet. Samuel hat die Dinge also unter Kontrolle. Angst ist bei seinem Sport fehl am Platze. Freeriding ist für ihn zwar ein Beruf, doch der Spaß ist immer noch das, was ihn antreibt. Meiner Meinung nach muss das Training Spaß machen. Und solange das Spaß macht, gehst du an deine Grenzen und du kannst dich weiterentwickeln. Doch nicht immer geht es bei Samuels Touren vergnüglich zu. Wenn er für spektakuläre Abfahrten in den höchsten Norden reist, geht der Sportler durchaus an seine Grenzen. Doch selbst diesen Entbehrungen kann Samuel etwas abgewinnen. Wenn wir jetzt auf dem Gletscher campen und du brauchst einen Liter Wasser, braucht es so viel Aufwand für den Liter Wasser. Und wenn du nach Hause kommst und den Wasserhahn auftust, dann ist das einfach ja, Magie wiederum. Und du schätzt auf einmal ganz, ganz kleine, simple Dinge. Um das festzustellen, kann zwar nicht jeder in den hohen Norden reisen und sich von einem Gletscher stürzen. Doch diese Bilder zeigen uns Stubenhockern ebenfalls auf spektakuläre Weise, wie wertvoll und aufregend das Leben ist.